Ich bin Richard, ich bin 20 Jahre alt, ich studiere Medienmanagement hier in Mittweida und ich bin nebenberuflich als Fotograf und Filmemacher tätig. Wie ich dazu gekommen bin, ist eine sehr interessante Frage. Bei uns zu Hause hatten wir einen Camcorder rumliegen und dann habe ich angefangen, halt mit dem Camcorder die ganzen Familienfeste und Aktivitäten aufzuzeichnen. Und dann habe ich mir irgendwann auch noch eine eigene Kamera gekauft. Ja, und jetzt sitze ich hier. Begeistern tut mich das Einfangen von Perspektiven. Perspektiven, die meistens andere Leute, die in einen Raum reinlaufen, noch nicht direkt sehen. Also wenn ich irgendwo reinkomme, sehe ich als erstes Licht und Schatten und sehe halt auch noch irgendwelche Details in irgendwelchen Räumen, die einzigartig sind in diesem Raum. Was mich noch dermaßen begeistert, ist halt wirklich das Geschichten erzählen. Geschichten von Menschen, Geschichten, die vielleicht nur fiktional sind. Und vor allen Dingen Geschichten, die Emotionen bei dem Zuschauer wecken. Irgendwelche Gefühle oder eine Stimmung. Das ist so das, was mich begeistert. Ich möchte eigentlich mit dem Filmemachen das erreichen, was ich denke, viele erreichen möchten. Und zwar davon leben zu können, um auch sein Hobby zum Beruf zu machen und immer mehr Menschen zu erreichen. Auf Wegen, die du mit Fotografie oder mit irgendwelchen Texten auf sozialen Medien nicht erreichen kannst. Weil Film ist halt wirklich das stärkste Medium. Ein Erlebnis, wo ich wirklich sage, dafür möchte ich halt wirklich Filme machen, das war ein Film von einem Lamborghini Aventador zu drehen. Und das Beste war halt, als wir dort vor Ort waren, hat der Lamborghini-Besitzer gesagt, hier, ich habe noch eine Überraschung für euch. Und dann kam sein Kumpel mit einem Huracan hochgefahren. Und es war halt das Beste, dass ich dann halt in dem Huracan mitfahren durfte und wir dann dort so ein bisschen über die Landstraße gesaust sind. Für Leute, die auch mit dem Filmemachen anfangen möchten oder auch schon dabei sind und noch am Anfang stehen, was mir besonders geholfen hat, war halt wirklich sehr viele YouTube-Videos anzuschauen, weil du nirgendwo kriegst du so viel Wissen gebündelt und kostenlos zur Verfügung gestellt wie bei YouTube. Und halt probieren, probieren, probieren. Also durch da sitzen und nur Videos anschauen und alles in der Theorie zu wissen, hilft dir im Endeffekt nicht weiter in der wirklichen Praxis.